Hallo, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Monster Hunter World. Die Quest hätte ich jetzt natürlich schon annehmen können. Gut, dich zu sehen. Ja, hättest du? Ja. Wir werden aber hier kein Video zu sehen bekommen von dem Wasser, also von Nami Elle. Abwehr gegen Wasser, 43 gegen Donner und damit können wir ganz gut leben. Ich habe den Vertreter jetzt bereits 5-mal gemacht, weil ich... das tut mir wirklich, wirklich leid, ja. Ich habe erst später gecheckt, also die Aufnahme gecheckt und gemerkt, dass da bei meinem Mikrofon die ganze Zeit so ein Hintergrundrauschen war. Und das hat sich durchs ganze Video gezogen. Und das wollte ich dir, meinem werten Zuschauer, dann doch ersparen. Kann man nicht genießen, wenn da die ganze Zeit dieses Rauschen ist. Mit dabei ist natürlich auch wieder der Thomas. Hallöchen. Mir fällt gerade ein, ich brauche die Strecke gar nicht laufen. Ich komme einfach da hoch. Ich bin unten jetzt. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt, krabbel jetzt hier raus. Nein. Okay. Mein Mädel sieht ein bisschen aufreizend aus. Das ist das Walhazak-Set. Hüftteil von Glavenus. Und weil das natürlich optisch nicht reinpasst, habe ich hier... Ne, Gigante! Ja, das finde ich immer so ein bisschen schade bei den ganzen VTubern, die Monster Hunter World gespielt haben und für sich naja, so ein bisschen entdeckt haben. Aber die spielen nicht das Spiel bis Jägerrang 100. Und ich meine, das Spiel ist mit Abschluss der Story ja noch lange nicht fertig. In den Leitlanden lernst du noch jede Menge neue Monster kennen. Und vor allen Dingen Silber-Rathalos und Goldene Rathia. Und Sinoge und ja. Da kommen noch richtig coole Sachen. Ach ja, ich bin mir nicht sicher, ob das Video jemand sieht oder nicht. Aber ich kann ja plus Ankündigung reinschreiben. Werde ich wohl auch machen. Wir werden nämlich, denn wir sind ja hier Monster Hunter und was für ein Zufall, dass es da ein Spiel gibt, wo du da auch noch Hunter sein kannst. Und am besten finde ich das mit deutschem Namen sogar. Ruf der Wildnis dürfte das auf Deutsch sein. Klingt ganz nett. Ja, ich hätte theoretisch auch das Set von Nami Elle machen können. Aber das Walhazak-Set hat so schöne Skills. Und keine Sorge, den Endboss heben wir uns fürs nächste Mal auf. Denn da kommt noch Schrift... Und das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Oh, sieh mal an. Er kann geworfen werden. Hallo. Was ist das denn? Aber. Nee. Okay, das habe ich verkackt. Das habe ich nicht mehr verkackt. Alter, was zum Teufel, Junge. Der ist doch viel zu weit weg von allem. Tja, dafür muss ich ihn killen. Hä? Was?
Thomas, bin ich bei dir noch da? Ja. Weil gerade ganz wilde Sachen passiert sind. Falls du Zusehender gerade auch an deinem Verstand zweifelst, ich, keine Sorge, ich hab's auch gesehen. Alter, bitte, das kann doch nicht wahr sein. Der macht seinen komischen Wasseratem. Ja, jetzt ist okay, bin ich getroffen worden. Alles cool. Dein Schwanz, Junge. Mecha. Bin auf ihn drauf. Sehr gut. Mach ihn aber nicht in Haus hier. Finde ich nicht so schön. Nee. Obwohl ich sagen muss, dass der Duschvorhang, den er. Nein, okay, Duschvorhang ist vielleicht ein bisschen unfair, aber. Oh. Komm mit dir. Da gibt es andere Drachen, die sich hübscher sind. Ja, der Schwanz muss. Ja, genau. Nur zur Info, das ist jetzt sein Schwanz hier vorne, das Gesicht, ne? Also. Okay. Ich schwöre dir, dieselbe Flutwelle hat mich gerade vorhin getroffen und gar nichts gemacht. Ja, komm mal hierher, Namielle. Oder nee, ich geh zu dir, du bist da auch nah dran an Fels. Nee, das geht schon. Ja. Komm, Nami. Ja. Wieso dreht. Ach Gott, tut mir leid, er hat sich in dem Moment weggedreht. Fuck, jetzt liegt alles an dir. Ja, sehr gut. War auf jeden Fall ein Hit. Das ist perfekt. Oh, das ist perfekt. Ja, bleib genauso stehen. Nein. Ich hab daneben gemacht. Mal sieh mal an. Perfekt. So. Und verlängert. Was gibt Schöneres als ein Monster, was ein bisschen länger gesnappt ist? So, ein deutscher Begriff für gelähmt. Paralysiert. Ach nee, paralysiert ist, wenn er zuckt, oder? Ja, das war ein Schwanztreffer. Schön. Ein Schweiftreffer. Ich habe seinen Schleier getroffen. Also ich muss sagen, die Waffe, die man aus dem herstellen kann, sieht verdammt gut aus. Die Rüstung sieht verdammt gut aus. Und er selber, mir vielleicht ein bisschen zu bunt, aber das kommt wohl von seinem elektrischen. Achtung, super. Das hört sich immer an wie so ein Phaser aus Star Wars.
Hier liegt noch was zum Aufheben. Ja, oh Gott, ich hab meine Waffe. Oh ja. So, da gibt's doch jetzt. Na komm, wo haben wir ihn denn? Wo haben wir denn? Wo ist er denn? Da. Ach, hier. So. Ja, nü. Genau. Ja. Ja. Nee. Nicht dein Ernst, oder? Ah, oh, cool. Ich habe die Getränke schon wieder. Ich habe die Getränke wieder nicht getrunken. Weniger getrunken und weiß egal, habe ich auch nicht getrunken in der Zeit. Oh, jetzt habe ich angezügelt. Scheiß drauf. Ja, habe ich auch. So, volle Breitseite, jetzt geht's los. Ey. Willst du mich verarschen, oder was? Er kommt okay, wieder hoch. Man kommt ja wieder hoch. Mit Ansage. Der Schwanz ab. Ja, cool. Hat funktioniert. Aua. Ich werde ihn hitten. Verletze. Hab ich auch. Cool. Sehr gut. Ich hab ihn auch verletzt. Ah, ich bin runtergefallen. Ah, ich hab nicht die Akku. Ich komm wieder hoch. Ich weiß, das sieht vom Schaden her sehr überschaubar aus. Aber die Rüstung ist auch auf den hier ausgelegt. Bitte was? Bist du runtergefahren? Ja, den mag ich nicht. Ich stupp mal den Schwanz so lange. Und weißt du, da komme ich runter zu dir. Weißt du, ich habe mir gerade gedacht, das Vieh ist ein lebender Wasserwerfer. Ja, ist er. Er wollte Schwanz looten. Ganz ehrlich, wir sollten ihn fangen, abrichten und der Polizei übergeben. Und dann haben die einen lebenden Wasserwerfer, Junge. Und wer frech wird, der kriegt einen gebündelten Wasserstrahl in die Fresse. Das ist Feuerwehr schicken, kann er regelmäßig was Lustiges machen. Ja. Oh, ich bin gespannt. Und wenn da der Wasserwerfer hier so richtig aufdreht mit seinem Wasserstrahl. War das nicht so, dass Wasser auch stark genug sein kann, um Dinge durchzuschneiden? Ja. Kannst du dir vorstellen, da steht so ein Auto und das wird in der Mitte durchgeschnitten? Das musst du eine richtig bestimmte Baranzahl haben und dann kannst du da schneiden das auch. Yeah. Ja. Oh. Ach ja, ich verletze ein paar hier. Ja. Autsch. Na komm. Ich würde jetzt ihn auch mal. Okay, was zum Teufel war das denn?
Tut mir leid, hab ich verkackt. Ja. Alter, ich sehe gerade nur. Ich sehe auch nicht richtig was hier. Boah, ich gehe mal ein bisschen außerhalb, vielleicht läuft er mir hinterher. Ja, deutlich besser. Jetzt sehe ich auch wieder was. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade getroffen habe. Oh, weißt du was? Ich kann mir vorstellen, was seine Hauptnahrung ist hier von der Mielle. Ich kann mir vorstellen, dass der Salz frisst. Ich habe nämlich mal irgendwo gehört, dass Wasser nur deswegen Strom leitet, weil es Salz beinhaltet. Wenn das stimmt, kann ich mir vorstellen, dass er Salz frisst. Wer weiß? Ist da lore-technisch irgendwas bekannt? Was ist das denn? Wieso fliegt der vor allen Dingen? Achso, scheiße, deswegen hat mein Wurf nicht geklappt. Oh, das hat er eben gemacht. Der Name oder was ist das? Alter, was macht der denn? Oh mein Gott, okay, das Foto wäre jetzt geil gewesen. Out. Ja, das muss Karma gewesen sein. Was ist denn mit dir hier? Bin gerade betäubt. Alles gut. Ich.
Aber ich versuch's. Ich glaube, noch 5 Treffer und es könnte sein, dass er gerettet werden kann. Hot. Oh Gott. Okay, ich habe mittendrin gestanden. Alter, wie schwach war das denn bitte? Okay, das war schwach, Ladies and Gentlemen. Wird er jetzt ganz hoch im Lagerort? Ja, sieht so aus. Aber nee, eigentlich nicht. Der ist nur noch in dem V-Gebiet. Ja, ich guck genau dahin, wo du denkst, dass ich hinguck. Bildschirm. Genau das nämlich. Perfekt. Das sag ich auch noch, aber auch sowieso. Ich bin ja Tischler und dann kommt einer an. Ja, was machst du da? Was ist das? Das ist voll. Ganz stumpf, sag ich heute. Was ist denn so? Ja, komm mal hier hoch. Perfekt. Warte, bis er hier hochkommt. Da können wir ihn lähmen. Lähmen? Und Kick. Komm, Katze, weg. Meine Katze ist gelähmt. Er will nicht gelähmt werden. Oh, doch, ist er. Und auf den Kopf. Ja, Kopf wird verletzt. Und jetzt will er schlafen. Er hätte fliegen können. Ach geil, jetzt bin ich auf der Runde gefallen. Oh, Nergigante Stacheln. Ich war ja schon hier oben. Ich musste ja schon einmal hier hochklettern. Da habe ich die Spuren schon aufgesammelt. Oh ja. Hey. Ei. Ganz ehrlich, wenn man eine Katze jetzt klaut, wacht er dann auf? Ich glaube ja. Ja, Katze, klau mal. Der hat den Flügel getroffen und... Hallo, also das ist ja... Okay, meine Katze kann offensichtlich das Ganze nicht. Moin! Ah, ja. War der Sack, hat er mehr Ausgleich? Ja. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Dami Elle besiegt. Nice! Irgendwo früher, später, warum muss man den so mal wegklappen, aber ich so an sich für. Die Waffen von dem sind ganz. Also das Langschwert ist ganz nett.
Die Morph-Axt sieht auch ganz cool aus. Und natürlich die Rüstung. Die Rüstung ist schick. Ja, haben wir alles. Nice. Yeah! Yeah! Easy. Oh. Goldei und großes Drachenettes Juwel. Jawoll! Sehr schön. Goldei kriegst du ja jedes Mal, wenn du mir hilfst beim Übertritt. Ja. Was haben wir denn da? Es ist Schrott. Und das hier, Feuerangriff, habe ich schon. Kritisches Ziehen und göttlicher Segen hatte ich noch nicht, hab ich aber nicht so doll. Ach, nix Dickes. Deine Juwele. Ach, ist das schade. Mensch, selbst die Versammlung, die hier nachkommt, habt ihr verpasst, alle. Also, ich, lange Rede, kurzer Sinn. Es wurden doch alle Flotten ausgesendet, um Spuren zu sammeln. Und dann haben sie, guck mal, ich erkenne da so eine Art Muster. Ich erkenne da gar nichts, weißt du, so ungefähr. Und dann, ach komm, Schweinchen, gib mir doch nicht auf den Sack, Junge. Ich meine, ist ja cool, wenn er sich freut, dass ich da bin. Ja, kannst du jetzt bitte aufhören zu quieken, Junge. Du kannst dich, weißt du, ich find's ja cool, wenn er sich freut, aber dieses Quieken jedes Mal. Ah. Hier, buddel aus, Junge. Wie er mir dann immer noch nachrennt, das ist so furchtbar. Ja, das ist doch süß, ja, schon, ja. Alter. Giftrauchbombe hat er gefunden. Wow. Und 3 Stahleier. Wow. Also. Wir erkennen da ein Muster, ich erkenne da gar nichts. Lass mal, sagt die alte Fahrtenleserin, junge Fahrtenleserin, genau. Ich lasse auch einen Fahrten, Entschuldigung, war ein Scherz. Also, wie gesagt, die haben dann da ihre Zeichen noch eingegeben und dann noch die Daten der 5. und dann wie eine Spirale. Macht, finde ich, sehr wenig Sinn. Weil die letzten Daten waren das, wo die Drachenältesten zum ersten Mal aufgetaucht sind. Und tja, das führt dann alles zu einer Insel. Der alte Allwürm, hat dann der große Boss gesagt. Und das ist dann unser nächstes Ziel. Komm zu mir, wenn du bereit bist. So, ich habe ja eh vor, die Rüstung zu bauen. Ich habe nur noch den Edelstein hier haben wollen, nochmal. Oh, hast du jetzt gekriegt. Dank dir. Oh, ja, ist cool. Nur den Vogelwyvern Edelstein, aber den kriegt man ja leicht, würde ich sagen. Bei Vögeln. Ja, so, ich leg's auch direkt mal an. Das hat die Zeit. Passt noch. Damit man weiß, wie das Ganze überhaupt hergestellt wird. Da siehst du, der große Boss legt noch selber Hand an, Junge. Bam. Und so. Oh, sag mal, ist das eigentlich eine Rüstung oder ist das ein Cosplay? Aha. Als wir damals bei der Anime-Messe waren in Bonn, da habe ich auf einem der Fotos, die wir da gemacht haben, Kirin wiedererkannt. Die Kirin-Rüstung. Ja, Alter, die. Na, das ist ein cooles Set.
So, jetzt nur noch eine Sache verändern. Bei dem Set braucht man ja die Deko-Rüstung nicht mehr. Deswegen werde ich dir das... Guck mir gerade mal das Set an, was das in der Mielle macht. Nicht der Dicke. Finde ich nicht so pralle. So. Perfekt. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich die Haare entsprechend hinkriege. Ich glaube, das Set ist gut fürs Schießen, wenn du ein Gewehr hast oder irgendwas. Dafür ist das Set gut. Kann man sein Kopfteil eigentlich einfärben? Eigentlich ja, oder? Eigentlich ja, aber das kann man nachher bei den Deko-Sets. Wenn man nachher die Rüstung hat von Deko. Die kannst du färben. Glaube ich komplett. Ich glaube auch. Aber leider ist noch nicht so weit. Oh, oh. Aber die Farben wurden bereits geändert. Ich sehe hier, dass bei Hüfte und bei den Schuhen die Farbe geändert wurde. Ich habe bloß vergessen, wie das geht. Fuck, Alter, wie geht denn das? Das ist eine Truhe ran, glaube ich. Und Rüstung ändern. Ja, unter Rüstung ändern. Eine Truhe ist dritte von unten. Rüstung ändern und dann kannst du Farben ändern. Sets verwalten, Waffenanzeige an, aus. Ich finde das mega komisch. Tja, also ich habe keine Ahnung, wie das geht. Rüstungsfarben ändern. Oh mein Gott, das steht da sogar. Ja, moin. Wenn es so anfängt, ne? Richtig. Wadersack habe ich mal komplett in weiß gemacht. Sieht so silber, helles Blau aus. Sieht echt schick aus. So, so, so. Ja. Metallic sieht das aus jetzt. Metallica. Metallica! Nothing is matters, genau, ja. So. Das sieht doch nett aus. So, das war's dann, oder? Oder was ja. Liegt jetzt an? Geiles. Also optisch ist das hier richtig nice, auf jeden Fall. Richtig, richtig gut. Tja, und beim nächsten Mal kümmern wir uns um den Endboss. Oh, da warten wir schon ewig drauf. Dann kommt die Leitlande, dann kommt Safi Jiva, die Testversion, dann kommt der echte. Ich glaube, da muss man wieder Spuren sammeln, ne? Ich glaube nicht. Man geht da hin und soll was untersuchen. Da gibt es erstmal ein Video, die einem sagt, oh... Keine Sorge, ich spoiler hier gar nichts, ne? Keine Ahnung, was das für ein Monster ist, weißt du? Safti heißt er. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle viermal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Tut mir leid, dass das Video nicht da war und dass man die Versammlung nicht gesehen hat. War eine recht hübsche Spirale und ich hoffe, dass sich mein späteres Ich noch an die Folge erinnert, wie das nachher ausgesehen hat. Und ich hoffe, ihr freut euch nach dem neuen State of Play auch auf Monster Hunter World. Bin sehr gespannt auf das Spiel. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja.